Hey Leute, ich bin Roland von EasyRunner und heute habe ich euch was von Nike mitgebracht, den Pegasus in der Variante 41. Der ist frisch rausgekommen, auch in dieser Prototype-Blueprint-Version finde ich optisch sehr, sehr schön und gelungen. Den gibt es übrigens auch noch bei anderen Modellen von Nike, genau in dieser Farbgestaltung. Also ein sehr, sehr großes Kompliment, wahrscheinlich einheitlich jetzt alle zur Olympiade rausgebracht. An der Stelle auch herzlichen Dank an ATS Teamsport Rauscheid in Alsdorf. An Frank, Dankeschön, du hast mir den Schuh gerade im Moment noch besorgt. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ja, heiß begehrte Variante aktuell. Wie gesagt, der Pegasus ist sehr, sehr beliebt. Ich sage jetzt einfach mal, weltweit ist das mit der bekannteste und beliebteste Laufschuh und Freizeitschuh von Nike auch. Und deshalb ist Nike der Schuh natürlich extrem wichtig. Die haben hier die Aufbauhöhe ein bisschen verändert mit 4 mm. Jetzt steht man hinten 37 mm und vorne 27 mm hoch. Die Sprengung von 10 mm ist gleich geblieben. Der Schaum wurde ein bisschen angepasst, der heißt jetzt nicht mehr React, sondern React X Schaum, der soll ein bisschen responsiver sein. Ich bin ganz ehrlich, ich habe davon nicht wirklich viel gemerkt. Nike verwendet hier immer noch zwei Air Zoom Elemente, eins hinten und eins vorne, da haben die Patente drauf, das heißt, das macht so kein anderer. Der Schuh wiegt in der US-Größe 9,5 bei mir, 296 Gramm extra nachgemessen, kostet 140 Euro, also 10 Euro mehr als das Vorgängermodell und ist immer noch ein Allrounder im besten Sinne. Und viele tragen den auch als Freizeitschuh oder als Sneaker. Besonderheit, wie gesagt, ist das Airzoom-Element hinten und vorne. Das macht sonst keiner. Und wir schauen uns jetzt erstmal ein paar Bilder an und dann gucken wir uns das Obermaterial an und schauen, was Nike hier so verändert hat und ob das positive Effekte hatte. Ja, beim Obermaterial kann man direkt schon sagen, Nike hat hier alles nur noch ein ganz kleines bisschen feiner gemacht, bisschen wertiger gemacht, bisschen stimmiger gemacht, top gelungen. Das Obermaterial an sich ist ein Mesh-Material, das ist 365 Tage geeignet, kann man also auch mal schön im Winter anziehen, bei Kälte, auch bei Nässe, sehr, sehr schön atmungsaktiv, luftdurchlässig, also wie gesagt, das ist echt top. Die Stabi-Elemente im vorderen Schuhbereich, die sind angedeutet, aber tatsächlich auch sehr wirkungsvoll. Die Zehenbox ist recht groß ausgefallen, wie ich tatsächlich finde. Grundsätzlich bleibe ich dabei, bei den Nike-Schuhen sollte man eine halbe Nummer größer nehmen. Aber wie gesagt, der Zehenbereich ist sehr, sehr schön ausgiebig gemacht worden. Selbst wenn man irgendwo anstoßen würde, ist das Material so fein, das wird einen nicht stören. Die Zunge, die ist hier im vorderen Bereich befestigt. Und mit so einem Riemen, sozusagen 365 Grad um den Fuß drum herum gezogen, in den Schuh eingearbeitet. Dieses Riemenkonzept haben die beim 40er Pegasus ja auch schon gemacht, auch sehr, sehr wirkungsvoll gemacht. Da haben die die Entwicklung fortgeführt, sehr, sehr gelungen, wie ich finde. Die Schnürung ist so ein äußeres Schnürungskonzept gewählt, ist auch top gemacht, ist auch eine ganz kleine Weiterentwicklung von vorher. Da haben die auch dran festgehalten, wie ich finde, auch sehr, sehr geschickt und gut gewählt. Der Einstieg ist weiterhin super, kann man nicht viel besser machen. Auch der Schuhkragenbereich, was die Pads und die Polsterung betrifft und das Wohlfühlen betrifft, muss man sagen, die Pads, die sind schön ausgiebig gesetzt worden. Die sind auch relativ weit runtergezogen. Da wird es gar keine Klagen geben. Auch hier im Achillessehnenbereich sind die Pads sehr, sehr wirkungsvoll platziert, sehr, sehr ausgiebig gemacht worden und wie gesagt auch sehr, sehr wirkungsvoll. In der Schuhkappe ist es so, die ist eingearbeitet in die Mittelsohle, die bietet auch eine sehr, sehr gute Stabilität und im Gesamten muss man sagen, wirklich, das ist ein Schuh vom Obermaterial her, Sahnestückchen, da kann man wirklich nicht mehr viel besser machen. Ja, wenn wir auf die Mittelsohle zu sprechen kommen, dann kommen wir auf bestimmte Themen wieder zu sprechen, nämlich auf die Technik, vor allen Dingen aus Sicht des Leichtathletik-Weltverbandes, gehen intensiv auf Schaum- und Abrollverhalten ein und ziehen dann noch ein kleines Fazit. Ja, bei der Technik ist es ganz einfach. Aus technischer Sicht des Leichtathletik-Weltverbandes sind alle Kriterien erfüllt. Die maximale Aufbauhöhe überschreitet 40 mm nicht und es ist maximal eine Platte verbaut, nämlich hier in dem Fall ist keine Platte verbaut, das heißt, das Teil ist regelkonform. Sehr wahrscheinlich wird allerdings eh keiner auf die Idee kommen, damit Rekorde zu laufen oder schafft das erst gar nicht.
Das zweite große Thema ist der Schaum. Und an der Stelle muss man sagen, hier ist ein neuer Schaum gewählt worden, nämlich dieses React-X. Der ist ein bisschen weicher als der Vorgängerschaum. Weiterhin werden hier zwei Airzoom-Kissen benutzt, hinten und vorne. Nike sagt selber, dass der reaktiver geworden ist, der Schaum. Kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich bestätigen. Der ist solide, ja, der ist auch gut. Der ist auch etwas breiter aufgestellt, also im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat die Aufsatzfläche ein bisschen erweitert, aber reaktiver kann ich jetzt tatsächlich für mich nicht wirklich bestätigen. Wie gesagt, ist ein bisschen weicher und das ist für mich auch ein Kriterium, wo ich jetzt sagen würde, das weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt nur so positiv sehe, weil hier in dem vorderen Bereich des Schuhs, nämlich etwas weiter als dieses Airzoom-Kissen im vorderen Bereich, wird die Sohle sehr, sehr dünn bei einem relativ weichen Schaum. Also man hat da schon sehr, sehr nahen Bodenkontakt. Für mich persönlich ist das ungeeignet, vor allem ungeeignet, um etwas längere Strecken zu laufen. Also bis maximal 21 Kilometer maximal mehr würde ich mit dem Schuh an Entfernung nicht einkalkulieren wollen. Ja, das Abrollverhalten ist im Prinzip so ähnlich wie vorher. Rockerkonstruktionen sind nur so am Rande vorhanden. Geeignet ist das Teil hier für Fersenläufer auf jeden Fall. Hinten ist der Schaum ein bisschen weicher gewählt worden als vorne. Das heißt also, man kann sehr, sehr schön mit der Ferse aufsetzen. Das wird schön durch den Schaum und durch das Airzoom-Kissen gedämpft. Wie gesagt, vorne ist das Abrollverhalten sehr natürlich, sehr, sehr konservativ. Also tendenziell passt das, wie gesagt, mit einem Kritikpunkt, den ich tatsächlich hervorheben möchte. Mir hier ist es hier in diesem vorderen Bereich wirklich zu flach geraten, die ganze Konstruktion. Also kann ich eigentlich nicht verstehen, was sie da gemacht haben und warum sie das da gemacht haben. Ja, das Fazit des Schuhs ist so, die Sohle ist im Prinzip breiter aufgestellt, die ist ein bisschen weicher gewählt worden. Ist immer noch relativ vielseitig. Wie gesagt, wenn es dann darum geht, maximal 10 bis 21 Kilometer zu laufen, werden einige Leute glücklich sein. Ich glaube auch sogar, dass einige Leute den als Freizeitschuh oder als Fitnessschuh benutzen werden. Tendenziell kann man da nicht wirklich viel falsch machen. Hauptsache sozusagen, man stört sich hier in diesem vorderen Bereich nicht auf dieser Geschichte mit der dünnen Aufsatzfläche. Tendenziell muss man sagen, die Konstruktion ist eine gute, allerdings nicht eine sehr gute. I used to think that the city's not for me. Fairy tales, fantasies, not a believer. No, not a believer. Beim ersten Blick auf die Außensohle fällt also schon mal diese riesige Einkerbung auf. Die dient der Flexibilisierung der Außensohle. In der Wirkung ist die wirklich super. Beim Vorgängermodell waren da zwei Kerben von nötig, weil die Sohle ein bisschen steifer gewählt wurde. Als zweites messen wir immer die Dimensionen der Außensohle in der Breite hinten und vorne. Und man sieht direkt, dass die ein bisschen breiter gewählt worden ist, die Außensohle, als das Vorgängermodell. Das heißt, man steht hier stabiler in dem Schuh selber drin. Und im Vergleich zur Konkurrenz ist es ein bisschen, ja, man kann sagen, man ist im Mittelfeld gelandet. Als drittes fällt auf, dass die Außengummierung, die aufgetragen worden ist, jetzt in zwei verschiedene Teile gewählt worden ist. Einmal hier haben wir ein großes Teil und einmal hier hat man ein großes Teil. Das ist beim Vorgängermodell noch anders gewesen. Da hat man sich für viele kleine Teile entschieden. Und in der Wirkung ist das immer noch genauso top wie beim Vorgängermodell. Hat sich also im Positiven nichts getan. Als viertes muss man sagen, man kann, wenn man sich Steine sammelt oder sonstiges Geröll hier, dann werden die ganz schnell rausgetreten. Das ist also überhaupt kein Problem. Haltbarkeit ist auch super. Das ist, weil die Gummierung 2 bis 3 mm dick ist, wird sich da im negativen Sinne gar nichts tun. Als Urteil muss ich ganz klar sagen, immer noch 100% hier, was die Außensohle betrifft, kann man kaum was besser machen. Ja, Fazit vom Pegasus 41. Der ist deutlich wertiger geworden als sein Vorgänger. Sahnestückchen sind auf jeden Fall Obermaterial, Sitz des Schuhs und seine Außensohle. Es ist ein guter Allrounder zwischen 5 Kilometer und 21 Kilometer, denke ich mal, was die meisten dazu sagen würden. Und der ist sehr, sehr komfortabel, sehr, sehr stabil und wahrscheinlich mit einer der traditionellsten Laufschuhe, die man überhaupt heutzutage noch kaufen kann.
Allerdings hat er auch ein paar negative Seiten, wie ich finde. Der ist relativ schwer, der ist nicht der allergünstigste. Ich hatte ja schon erwähnt, der Bodenkontakt hier in dem vordersten Bereich des Schuhs finde ich nach einer gewissen Zeit als relativ störend oder eher negativ. Konkurrenz ist auch sehr, sehr stark und ganz klar, der Schaum ist jetzt nicht die absolute Krönung. Muss man also ganz ehrlich sagen, der Schuh hat sehr, sehr viele gute Eigenschaften, ist eine gute Weiterentwicklung, aber der Superknaller ist er meines Erachtens nicht geworden.